Natürlich kenne ich sie, Gottlieb. Marthe und ich sind alte Bekannte. Ich habe sie darum gebeten, dass sie dir das alles sagen soll. Und ich war es auch, die das Inserat für dich ausgeschnitten hat. Ich habe mir wirklich sehr gewünscht, dass du über deinen Schatten springst. Dass du anrufst, dich traust. Was ich von dir gehört und gesehen habe, war nämlich vielversprechend. Wie meinst du das? Du bist nicht der Einzige, der tagsüber Zeit hat, aus dem Fenster zu schauen und andere Leute zu beobachten. Außerdem hat Martha mir erzählt, dass du etwas verrückt bist. Dass du gerne vor dich hinträumst. Und wie du gemerkt hast, mag ich das. Bist du noch da, Gottlieb? Ja. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, stimmt's? Nein, das habe ich nicht. Ist aber nur fair, oder? Dass wir beide Bescheid wissen. Ja, das ist es. Ich bin froh darüber. Das war eine sehr schöne Nacht, Gottlieb. Ja, Marie. Hat verdammt viel Spaß gemacht. Das hat es, Marie. Ich habe schon lange nicht mehr so leidenschaftlich gelogen. Ich auch nicht. Eine aufregende Geschichte haben wir beide uns da ausgedacht. Das haben wir, Marie. War mir ein großes Vergnügen, mit dir zu stricken. Und jetzt? Komme ich zu dir rüber? In 5 Minuten werde ich bei dir läuten. Und ich werde dir die Tür aufmachen, Marie. Das freut mich, Gottlieb. Bringst du den Pullover mit? Warum sollte ich? Kaschmir. Was ist damit? Ich möchte, dass du mir zeigst, wie es sich anfühlt. Auf der Haut. Du weißt schon. Das werde ich. Bis gleich, Marie. Bis gleich, Gottlieb.